Guten Tag und herzlich willkommen zu... Ja, was machen wir eigentlich? Ich habe ein Eimerchen. In diesem Eimerchen, ich weiß gar nicht, welche Kamera ich gucken soll, das macht mich gerade ein bisschen... Völlig egal, ich schneide einfach die richtige rein. Da, wo ich gerade reingucke, super. Okay, also Hauptsache, du machst es jetzt nicht so, weil dann darauf habe ich keinen Bock. Weil darauf habe ich echt keinen Bock. Schade. Nein, ich habe hier ein Eimerchen, da sind Zettel drin. Oh, nein, ja. Steht da was drauf auf dem Zettel? Ja, da steht drauf. Da steht drauf, Trainees mit Seefisch. Ja, das ist eine Leckerlis-Box gewesen von meinem Hund. Aber es war praktisch, weil da passen die Zettel rein. Ich hatte keine Zettel. Schüssel. Was für Zettel? Was steht denn da drauf? Worte, Buchstaben bevorzugt. Und zwar stehen da quasi Jetzt immer... Jetzt ruhig auch mal ein Bild malen können. Sei ruhig. Da stehen immer zwei Begriffe drauf. Als Beispiel zum Beispiel Butter oder Margarine. Und bunt gemischt, also es geht nicht nur um Essen. Einer zieht einen Zettel, die Begriffe werden vorgelesen. Und wir müssen uns ganz schnell, wir dürfen nicht nachdenken, wir müssen intuitiv direkt antworten. Und das ist dann der Punkt, an dem wir ein bisschen rumdiskutieren können. Und ja, warum wir das machen, ich habe die Hoffnung, es wird lustig. Ja, und besser kennenlernen wir uns auch noch, ne? Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und Ladies first. Das ist übrigens ausgedruckt, also es ist nicht geschrieben. Ui. Ich habe es abgetippt. Hast du dir Arbeit gemacht? Ja, abgetippt und schön ausgeschnitten. Also, Ketchup oder Mayo? Mayo. Mayo. Ketchup. Du Außenseiter. Am liebsten ja beides, ne? Ich kann es ehrlich sagen. Ja, bei Pommes ist beides zusammenmischen geil. Da ist es geil, aber beim Steak ist es vielleicht nicht so geil. Also es gibt übrigens nicht beides, ne? Also man kann es zusätzlich dann sagen, aber wir müssen uns für eins entscheiden, egal wie Mayo, schwer es sein mag. Auf jeden Fall Mayo, ich bin ein Mayo-Typ. Seid ihr auch ein Mayo-Typ? Und wenn ihr eine Frau seid, seid ihr eine Mayo-Frau. Ich bin jetzt eine Mayo-Frau, oder was? Das wäre, nein, das wäre eigentlich gar nicht so attraktiv, nee. Nein. Ich nehme den nächsten Zettel, bevor ich jetzt hier irgendwas Dummes sage. Entschuldigung, ich hatte Durst. Ich musste gerade mal was trinken. Mal gucken, ob der Begriff vielleicht zu diesem Thema passt. Zum Trinken. Einen Moment. Ja, Dr. Seben, sind Sie soweit? Moment. Akustikgitarre oder E-Gitarre? E-Gitarre. E-Gitarre. Ich würde sagen Akustikgitarre. Oh, du Außenseiter! Schon wieder, sag mal. Hier schenke ich dir. Danke. Kannst du behalten. Ja, danke. Ja, aber ich bevorzuge eigentlich beides zusammen. Weil das ist total cool, wenn eine E-Gitarre schreddert und im Hintergrund eine Akustikgitarre so ein bisschen Glanz reinbringt. Ich mag halt ich mag das Rockige von der E-Gitarre halt voll gerne. Bei Akustikgitarre denke ich halt an Lagerfeuer und so. Lagerfeuer mit Akustikgitarre ist halt auch voll toll. Also ich finde bei einer Akustikgitarre dieses Umgreifen manchmal ganz cool, diesen Sound. Das hast du halt bei der E-Gitarre nicht so in der Form. Oh, das kannst du da auch ganz schön reinballern. Ja, aber es ist halt nicht so wie bei einer Akustik. Das geht auch. Klingt anders, ist richtig. Ja. Hier in den nächsten Begriff, wenn sonst gezupft wird das Video wird, finde ich das toll auf Akustik. Ihr könnt übrigens gerne auch da unten in die Kommentare reinschreiben, wir wollen alles von euch auch wissen und ne, so. Wie also, es mit euch aussieht. Also, wo guckst du denn jetzt gerade da? Okay, da. Also, zwei, drei, Ruhe. Okay. Hamster oder Meerschweinchen? Meerschweinchen. Meerschweinchen. Hamster. Du Außenseiter! Ja, ich hab einen Hamster, ich muss Hamster sagen. Nicht spoilern! Hamster. Aber Meerschweinchen quietschen so schön. Ja. Ja, ich hatte übrigens mal ein Meerschweinchen. Mein Bruder hat gerade eins, die heißt Jackie, die ist voll süß. Mein Meerschweinchen hieß Fipsi, weil es immer so gefiepst hat. Ich hatte nie Meerschwein, ich hatte nur Hasen und Hamster. Die sind cool, die sehen aus wie so eine große Wurst und laufen. Ich weiß, wie die aussehen. Und es war voll gut dressiert. Du konntest das frei laufen lassen in der Bude. Und sobald du so einen kleinen Karton irgendwo hingestellt hast, egal wo, ist es immer automatisch rein, weil jetzt muss es wieder hingehen. Ich sehe jetzt den kleinen Seemu, der als mit dem Karton und dem Meerschweinchen. Ja, da war ich. Das hat aber super funktioniert. Ja, das hat richtig gehört, das war fast wie ein Hund. Ja, mein Hamster, dem habe ich auch. Nee, nämlich meinem Hamster meinem. Komm, eine Runde machen. Ich auch ein Labyrinth gebaut. Okay. Wir machen da Mehrteiler draus, weil der Heimer ist ganz schön voll. Also, die Nutella oder das Nutella? Das Nutella. Das Nutella. Das Nutella. Das Nutella. Ja, wir sind seidig. Bam! Oh, und da jetzt in den Kommentaren, wenn ich jetzt voll das Chaos. Wenn jetzt einer die Nutella schreibt, du Außenseiter! So, vorletzter Begriff, würde ich sagen, für dieses Video. Ich muss wieder meine... Ja, oh, genau. Gott, deswegen dauert das so lange, weil erst halb drin gestimmt ist. Ja, ja. Man muss auf die 10 Minuten kommen, damit wir keine Werbung schalten. Schwimmbad oder Seefluss? Seefluss. See. Schwimmbad. Ich bin eigentlich... Du darfst nicht überlegen. Du darfst nicht überlegen. Ja, Schwimmbad. Boah, ja, Schwimmbad. Du hast es, Alter. So, und
der letzte Begriff. Ich weiß, gib mir mal den Zettel. Guck mal hier, da liegt dein Meerschwein. Gib mir mal das Meerschwein. Das Schwein, Meerschwein, bleib. Gib mir das mal, Teller. Himmel oder Hölle? Also die Hölle sieht cooler aus. Hölle. Ja. Ist doch Hölle. Aber ich glaube, der Himmel ist bequemer. Das mag sein, aber Himmel... Also vom Style her ist die Hölle natürlich viel cooler. Ja. Und da gibt's Feuer. Ja. Ja, ja, aber im Himmel kannst du für Wolke liegen und schlafen. Das ist ja, auch was geil. Für Feuer? Hallo? Ja, das stimmt schon. Also die Hölle hat mehr Style. Also ja. Als Feuerartist muss ich Hölle sagen. Ja. Tut mir leid, aber... Da kannst du auch ganz einfach grillen. Du brauchst eigentlich das Fleisch nur irgendwie wohin halten. Tada! Ich hab mein Steak. Stimmt. Wo ist der Kochkäse zum draufmachen? Genau. Gut, ich würde sagen, da haben wir jetzt unsere ersten Begriffe. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr alles dazu schreiben werdet. Und ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch weitere Teile, weil hier sind noch ein paar Zettel drin. Zettel. Oder kannst du Musik machen. Und deswegen würden wir sagen, wir bedanken uns für immer jeden Kommentar. Schön, dass ihr euch hier seid. Sag mal ciao, ciao. Für jedes Abo. Ciao, ciao.